Das ist natürlich hart in so einem Land, wo dir jeden Tag Steine in den Weg gelegt werden und du der Feind des Systems bist, zu lernen und trotzdem so einen Willen zu haben, zu Bericht erstatten, dass du einfach über diese Steine ständig drüber steigst, was wahnsinnig anstrengend ist. Wann würde ich kein Buch zuklappen, weil ich irgendwie keine Lust mehr habe, weiterzulesen, weil es mich langweilt? Und genauso mache ich auch meine Filme. Ich gehe da sehr in mich rein und schaue, was ist das Gefühl? Welches Gefühl, über welche Geschichte kann ich die Menschen packen? Ich hatte einfach so eine wahnsinnige Anspannung. Und die ganze Zeit dachte ich mir, während ich moderiere, oh mein Gott, wann werde ich irgendwann so relaxed sein, dass ich das Moderieren genießen kann? Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich spreche heute mit Nathalie Amiri. Man kennt sie unter anderem als Moderatorin vom Weltspiegel in der ARD und sie ist Außenkorrespondentin und hat unter anderem lange Jahre aus Iran berichtet und aus Afghanistan. Außerdem hat sie 5 Jahre lang das ARD-Studio in Teheran geleitet. Sie musste diese Aufgabe 2020 aber abgeben, da man Sorge um ihre Sicherheit hatte. Wie ihr Leben als Außenkorrespondentin in Krisenregionen aussieht, darüber sprechen wir heute. Außerdem geht es um ihren Quereinstieg in den Journalismus und ihre ersten Male vor der Kamera. Bleibt auch unbedingt bis zum Ende dran, denn da gibt es noch einen Freundschaftscode für Nathalies Veranstaltung Ende Mai. Dein Weg in die Medien, Folge 19. Ich freue mich sehr, heute mit Nathalie Amiri zu sprechen. Hallo. Hallo. Hi, Kira. Fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Wann waren so deine ersten Berührungspunkte mit dem Journalismus, wo du für dich gemerkt hast, boah, das möchte ich mal ausprobieren? Also ich glaube, dass ich schon sehr nachrichtenaffin aufgewachsen bin, weil ich in einer Familie war, aufgrund meines persischen Vaters, meiner deutschen Mutter, bin ich in eine Familie hineingeboren, die einfach bei denen auch viel Nachrichten liefen. Also mein Vater ist ja aus dem Iran gekommen, schon vor 55 Jahren, aber dann fand der Krieg statt von 1980 bis 88, übrigens der verlustreichste Krieg mit 1,3 Millionen Opfern auf beiden Seiten. Und da lief schon immer der Fernseher und alle Iraner, die bei uns waren, wollten immer auch Nachrichten schauen. Also habe ich diese ganzen Bilder gesehen und mir wurde gesagt, ich kann mich da nicht selber dran erinnern, habe Bilder aus dem Iran-Irak-Krieg in der Tagesschau gesehen und ich war 3 Jahre alt und habe zu meinen Eltern gesagt, ich gehe hoch in mein Zimmer, Koffer packen, ich muss in den Iran. Ich glaube, mich hat es schon immer dorthin gedrängt, wo Leid und Schlimmes passiert ist und während dann gerade von diesen Orten die Menschen versuchen zu flüchten, versuche ich dort vor Ort zu sein. Und für mich ist Journalismus nur guter Journalismus, wenn man vor Ort ist. Von hier aus, von einem deutschen Schreibtisch aus, sich die Welt zurechtzulegen und ein Bild zu malen, ohne dort mit Menschen geredet zu haben, also ohne dort zu sein und mit Menschen geredet zu haben, ohne die Kultur zu verstehen, ohne die Sprache zu kennen. Das kann man natürlich nicht in jedem Land sofort ad hoc, gerade wenn man springt als Journalist. Aber man sollte, finde ich, auch den Respekt dem Land, der Kultur, der Bevölkerung geben, sich wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen und dann vor Ort zu sein. Und das war immer mein Ziel, vor Ort zu sein. Dann habe ich aber was ganz anderes studiert, weil ich so wahnsinnig in so einem Iran-Wahn war und Iran wahnsinnig spannend fand. Dann habe ich Diplom-Orientalistik, Schwerpunkt Iranistik studiert und im Nebenfach Kommunikationswissenschaft an der Universität in Bamberg und habe dann im Zuge dieses Kommunikationswissenschafts-Nebenfachstudiums ein Praktikum gemacht bei Oberfranken TV, das ich so schrecklich fand, dass ich gesagt habe, okay, never ever Journalismus. Also das ist ja, ich musste da nach Forchheim in so ein Rathaus gehen und da war eine Katzenausstellung, aber diese Katzen waren einfach, also eine Hausfrau hat Steine bemalt in Katzenform und dann sollte ich die einfach interviewen und die hat einfach kein Wort von Nervosität rausgebracht, aber ich war auch super nervös und habe es auch noch überhaupt nicht drauf gehabt, jemanden zu interviewen. Also auf jeden Fall fand ich dieses Praktikum ganz schrecklich und habe dann gesagt, never ever, also überhaupt Medien schrecklich, sowas Doofes. Und dann bin ich nach meinem Studium 2005 in den Iran gegangen und habe dort bei der Deutschen Botschaft angefangen zu arbeiten. Inzwischen ist natürlich 9/11 passiert und wir Exoten, so die Diplom-Orientalisten, waren plötzlich heiß begehrt beim Auswärtigen Amt und Bundeskriminalamt, Bundesgrenzschutz, BND und so weiter. Also
ja, das sage ich noch nachher, aber es lohnt sich, auf ein Außenthema zu setzen und nicht Mainstream zu verfolgen. Also dann kam ich nach Teheran und habe dort 2 Jahre in der Presse- und Politikabteilung gearbeitet, habe natürlich dann ein riesen Netzwerk aufgebaut und konnte auch die Sprache und habe dann Peter Metzger getroffen, das war der damalige Leiter des ARD-Studios. Und der sagte mir, hey, ich brauche jemanden wie dich als Producer, willst du nicht kommen? Und der hat mich dann abgeworben. Und dann bin ich zur ARD gewechselt 2007 und habe da dann aber so richtig ins kalte Wasser geschmissen, von jetzt auf gleich wirklich auch Journalismus betrieben, weil es gab dann die Unruhen und diese grüne Revolution und wir waren jeden Tag in den Nachrichten und wenn man in der ARD arbeitet, ist es ja ein enorm komplexes Programm. Also unser Morgenmagazin fängt um 5 Uhr morgens an und es geht dann durch bis zum Nachtmagazin. Und wenn du keinen Backup hast und wenn du auch noch die ganzen Radiosender hast, denn der Radiokorrespondent war dann nicht vor Ort und den hat man auch nicht mehr reingelassen. Wir haben also Radio gemacht und Fernsehen und jetzt kommt ja auch noch trimedial, arbeiten wir auch das Internet dazu. Also da bist du halt, also das ist so ein krasses Arbeitspensum, da brauchst du also auf jeden Fall nicht daran zu denken, was du am Tag machen musst, weil sonst kollabierst du schon um 5 Uhr morgens, sondern immer nur Step by Step. Also denk immer nur bei der 12 Uhr Tagesschau an die 14 Uhr Tagesschau und bei der 14 Uhr Tagesschau an die 16 Uhr Tagesschau und so weiter, weil sonst hyperventiliert man. Also und da bin ich dann wirklich so reingeschmissen worden in den Journalismus und habe dann alles gelernt. Ich hatte natürlich einen großartigen Mentor. Peter Metzger war einfach, und das findet man auch nicht so oft, der hatte so ein gutes Selbstbewusstsein und hat einfach nichts zu verlieren gehabt, dass er mir sehr viel Fläche gegeben hat. Er hat mir einfach Schalten gegeben zur ARD. Der hat gesagt, hey, mach den Mittagsmagazinbeitrag. Und dann konnte ich natürlich im Grunde genommen, ja, war das meine Ausbildung dann. Dann bin ich immer zur ARD und ZDF Medienakademie noch geschickt worden und habe dann noch Storytelling und so weiter, Live-Reportagen in einzelnen Seminaren gelernt. Aber that's it. Also das war's in meine journalistische Ausbildung. Und ich habe wirklich Journalismus gelernt durch Machen und zwar in Extremsituationen. Mich kann auch wirklich nichts erschüttern. Also ich habe ja in Teheran, quasi in der Islamischen Republik, in einer der schlimmsten Diktaturen, Regime, auch bezüglich natürlich, in Bezug auf Journalisten. Ne? Also ich glaube, jetzt auf der Liste der Pressefreiheit ist von 180 Iran auf 176. Also das ist natürlich hart in so einem Land, wo dir jeden Tag Steine in den Weg gelegt werden und du der Feind des Systems bist, zu lernen und trotzdem so einen Willen zu haben, zu Bericht erstatten, dass du einfach über diese Steine ständig drüber steigst, was wahnsinnig anstrengend ist. Aber was dazu führt, dass, wenn du dann nach Athen oder nach Rom versetzt wirst oder nach Istanbul in ARD-Studios, egal wie viel Stress es dort ist, ziemlich relaxed und cool bist, weil du einfach das Maximum an Pressure schon erlebt hast. Und so haben mir immer andere Studios dann die ganzen Mitarbeiter gesagt, oh, du bist so relaxed und so ausgeglichen und du schreist nie rum und du bist irgendwie immer fokussiert und flippst nicht aus. Aber ja, das lernst du natürlich, wenn du unter so enormer Anspannung arbeitest und unter auch Gefahr. Ne? Also ja. Im Iran schützt dich nicht die Polizei, sondern du bist Feind der Polizei. Du musst dich vor denen verstecken. Du musst dich vor den Basij-Milizen, also vor den Schlägertruppen verstecken. Du musst dich vor den Geheimdiensten verstecken. Und trotzdem willst du berichten. Und die Krux daran ist, wenn du berichtest, ist ja nicht so, du bist ja kein Geheimdienstler, der dann versteckt seine Arbeit macht und diese Arbeit bleibt versteckt in vertraulichen Akten, sondern das, was ich mache, strahle ich ja aus. Ja, und dann sieht es natürlich auch der Geheimdienst. Und das war natürlich immer das Problem, selbst wenn du dein Ziel erreicht hast, ein tolles Interview zu bekommen mit einer Frauenrechtlerin, die wir eigentlich gar nicht interviewen dürfen, aber sie das trotzdem auch möchte, weil sie sagt, nein, das ist mein Recht und ich mache das auch, wenn ich ins Gefängnis komme. Also sie mit vollem Bewusstsein uns dieses Interview gibt. Wir schaffen es irgendwie, in dieses Haus zu kommen, am Geheimdienst vorbei, der dieses Haus bewacht, und dann strahlen wir es aus. Dann kommt natürlich als Folge, so, Pressekarte Entzug. Wir dürften es nicht machen. Insofern ist es, eigentlich kannst du nie durchatmen in diesem Job, wenn du in solchen Regimen versuchst, irgendwie so eine Berichterstattung zu machen, die wir hier als Anspruch haben in Europa und in Deutschland.
Ja, ich habe da auch wirklich höchsten Respekt vor, was du für eine großartige Arbeit machst. Ich habe auch in den letzten Tagen dein Buch gelesen, wo du auch von deiner Arbeit im Iran halt schreibst, so unter was für Umständen ihr da Beiträge produziert. Und ich finde, mir ist da wirklich die Kinnlade runtergeklappt. Und ich fand das wirklich toll, wie du es mir geschafft hast, da einen Einblick zu geben. Ich würde jetzt noch mal gerne kurz zurückkommen zu deinem Einstieg in den Journalismus, weil du, wie du ja auch schon gesagt hast, du bist da eigentlich als ja, Quereinsteigerin so reingerutscht. Und du hast dir dann so durch ja, Seminare, hast du dir ja dann noch so die Skills dann angeeignet, richtig? Genau. Und hattest du denn irgendwie irgendwann mal das Gefühl, dass du irgendwie so im Nachteil irgendwie warst, weil du kein klassisches Volo oder so absolviert hast? Ehrlich gesagt habe ich immer gedacht, ich bin im Vorteil, weil Okay. ich nicht so vorgegangen bin, wie so habe ich das gelernt und so muss ich es umsetzen. Das heißt, ich war in meiner Umsetzung immer sehr viel freier. Ich hatte einfach nie Schranken im Kopf. Ich habe etwas gesehen. Ich denke, dass ich ein relativ empathischer Mensch bin. Ich konnte das aufnehmen. Ich hatte keine Angst vor fremden Kulturen, konnte mich einfach voll integrieren und transportiere das dann. Insofern habe ich nie gedacht, ha, wie habe ich das nochmal in der Ausbildung gelernt und wie wurde mir das beigebracht? Wie soll ich einen Text schreiben? Wie soll ich einen Beitrag machen? Sondern sehr viel bei mir durch Intuition gekommen und sehr viel dadurch auch übrigens das Buch, also Zwischen den Welten, von dem du gerade gesprochen hast, über meine Arbeit im Iran, aber dann auch dieses Afghanistan-Buch, habe ich immer nachgedacht, was würde mich erreichen? Was würde mich berühren? Wann würde ich kein Buch zuklappen, weil ich irgendwie keine Lust mehr habe, weiterzulesen, weil es mich langweilt? Und genauso mache ich auch meine Filme. Ich gehe da sehr in mich rein und schaue nach, was ist das Gefühl? Über welches Gefühl, über welche Geschichte kann ich die Menschen packen? Und gerade in unserem Zeitalter, wo wir einfach überhäuft sind von Input und gar nicht mehr wissen. Ich meine, ich habe auch vor mir die Zeit liegen, ich habe vor mir das Zenit-Magazin liegen, ich habe vor mir 1000 Newsletter und habe selber noch so eine ewig lange To-Do-Liste. Also man kann sich so, es fällt einem wirklich schwer, in dieser heutigen Zeit sich zu fokussieren. Und dann musst du nun mal als Journalist es schaffen, die Menschen zu catchen. Und zwar ganz am Anfang. Du musst sie mit reinnehmen und dann darfst du sie nicht mehr loslassen. Oder sie dürfen dich nicht mehr loslassen wollen. Und so habe ich immer Bericht erstattet. Insofern, ich kam mir wirklich nie benachteiligt vor. Okay. Einen Nachteil habe ich gemerkt, weil ich im Iran quasi sozialisiert wurde in Bezug auf Journalismus, dass ich gemerkt habe, dass ich ja hier, ich bin ja 2011 zurückgekommen, viel mehr Freiheiten habe und Möglichkeiten, an Informationen zu kommen. Dadurch, dass ich immer in Regimen gearbeitet habe, die mich daran gehindert haben, an Informationen zu kommen, bin ich nie darauf gekommen, eine Presseabteilung anzuschreiben und um Informationen zu bitten. Also das liegt Ja. mir komplett fern, weil ich ja nicht einmal einen Anruf im Iran Ja. beantwortet bekommen habe. Insofern habe ich, also ich habe sicher gelernt, spitzfindig zu sein und irgendwie durch ganz viele Tricks an mein Ziel zu kommen. Aber dieses klassische Arbeiten, da schreibe ich jetzt mal der Pressetante von dem und dem Ministerium und dann kriege ich da eine Antwort. Und deswegen merke ich hier schon auch immer mehr, na, also jetzt gerade investigativ arbeiten, welche Möglichkeiten es hier gibt, von Videomaterial wirklich durch Programme auch zu verifizieren und na, wie Bellingcat zum Beispiel arbeitet, das ist schon fantastisch. Und da glaube ich, dass ich da auch noch Luft nach oben habe, mich noch weiter zu bilden. Wenn ich so mit dir rede, kommt mir das. Eigentlich könnte ich da mal einen Kurs besuchen. Danke für den Input. Sehr gerne. Du bist ja auch Moderatorin in der ARD. Unter anderem seit 2014 stehst du für den Weltspiegel vor der Kamera. Inzwischen ist das ja auch dann alles so Routine für dich. Aber wie war das denn, als du das allererste Mal vor einer Kamera standest? Wann war das und wie war das für dich? Ganz schrecklich. Es war wirklich ganz schrecklich und ich wollte es auch gar nicht sein. Ich wollte auch gar nicht Moderatorin werden, aber mir wurde das angeboten. Also der Chefredakteur des BR kam auf mich zu und hat gesagt, wollen Sie nicht den Weltspiegel moderieren? Ich glaube, er formulierte es, wir haben entschieden, dass Sie den Weltspiegel moderieren.
irgendwie so in der Art. Und ich dachte mir, oh mein Gott, Weltspiegel, das ist einfach die renommierteste Sendung der ARD. Ich habe noch nie im Leben moderiert. Und dann war das für mich am Anfang wirklich schwer. Und ich hatte schon auch das Gefühl, dass gerade so die alten Hasen da ein Problem hatten, dass jetzt so eine super junge, damals, also es ist ja schon fast 10 Jahre her, war ich echt jung für den Weltspiegel. Und ich hatte auch keine Führungsfunktion. Also das heißt, ich habe weder die Auslandsabteilung des Senders geleitet, noch habe ich ein eigenes Studio gehabt. Insofern war es, glaube ich, für einige schon schwer. Und dann habe ich eben wieder Seminare besucht und hatte dann Moderationscoach, aber echt, also ein Seminar und ein Coaching, und habe dann angefangen. Und wirklich in den ersten Sendungen, und zwar, ich spreche von den ersten 2, 3 Jahren, habe ich bei den Moderationen gedacht, ich fliege um, weil ich keine Luft bekomme und auch keine Spucke im Mund habe. Nein. Und ich fand es wirklich schlimm. Also ich hatte auch generell schlechte Laune, mindestens ab Mittwoch bis Sonntag, weil ich so aufgeregt war. Ich hatte einfach so eine wahnsinnige Anspannung. Und die ganze Zeit dachte ich mir, während ich moderiere, oh mein Gott, wann werde ich irgendwann so relaxed sein, dass ich das Moderieren genießen kann und dann auch mein Bestes geben und nicht nur mich damit beschäftigen, wie aufgeregt ich bin und wie viel Angst ich habe. Insofern, das hat sich dann aber irgendwann mal eingepegelt. Aber wirklich nach 2, 3 Jahren erst, und jetzt macht es mir Riesenfreude. Und es ist wirklich so, dass ich da im Studio stehe und die Regisseurin sagt immer, wow, Nathalie, du bist so eine Bank, egal was passiert. Da kann echt das Studio um dich herum einkrachen und du moderierst immer noch stoisch weiter. Also inzwischen ist es so, dass ich die Sendung in der Hand habe und nicht mehr die Sendung mich in der Hand hat. So. So soll das ja auch sein. Ja, von 2015 bis 2020 warst du dann ja auch Studioleitung in Teheran. Wie kann ich mir da so einen Arbeitsalltag in deinem Leben vorstellen? Ja, krass, weil ich ja nicht nur Studioleitung in Teheran hatte und damit verantwortlich für ein Land, das 82 Millionen Einwohner hat und in dem kein Journalist, also kaum ein Journalist aus dem Westen ist. Wir waren eine Handvoll von Journalisten und ich war, glaube ich, die Einzige, die permanent dort war für 5 Jahre lang. Also ich bin immer gependelt zwischen München und Teheran, weil ich eben noch meine Moderationen auch im BR hatte. Und das war schon eine krasse Zeit, weil du verantwortlich bist für alles, was in dem Land passiert. Politisch, kulturell, auf der Sportebene. Alles, was ist, da musst du da sein. Und da war ja gerade Atomabkommen wurde gerade verhandelt. Dann kam Trump. Dann sagte Trump, er zerreißt diesen schlechtesten Deal aller Zeiten in der Luft. So war es dann. Und ich war aber in München. Es sollte eigentlich die Pressekonferenz am Freitag stattfinden. Plötzlich kam aus Washington die Information, nee, die findet morgen statt. Also musste ich sofort in München, genau da, wo ich stand, alles loslassen und stehen lassen. Bin nur nach Hause gerannt, habe meine Pässe genommen. Ich habe einen persischen und einen deutschen Pass, deswegen brauche ich kein Visum für Iran, was natürlich von riesen Vorteil war. Und bin zum Flughafen gerannt, bin in den nächsten Flieger nach Teheran geflogen und bin so vom Flughafen so ins Studio gegangen, dass es mein Team, die konstant dort waren, schon alles für die Schalte um 20 Uhr live in die Tagesschau aufgebaut hatten und ich nur rein, also wirklich noch hechelnd dann reingerannt bin. Und dann war mein Kollege Niemann schon in Washington und hat schon kommentiert Trumps Rede, die ich mir auf dem Handy schon die ganze Zeit live mit angeschaut hatte, weil ich wurde ja gleich gefragt zu Trumps Rede. Und dann kam ich dran und da hat aber Trump sich noch nicht geäußert, macht das oder nicht. Also musst du dann in der Schalte, in der Tagesschau, wo du wirklich Sekunden nur hast, ne? Also du hast jetzt nicht Minuten zur Erklärung und so weiter, die sagen dann, bitte erklär alles in 45 Sekunden, aber Trump hat noch gar nichts gesagt. Und das heißt, ich muss ja 2 Varianten sagen, also wenn Trump bleibt, wie wird dann die Reaktion des Iran eventuell ausfallen, weil die habe ich ja auch noch nicht, und wie wird die Reaktion des Iran ausfallen, wenn Trump diesen Deal wirklich einseitig beendet. Insofern ist es schon eine extreme Zeit gewesen, die aber auch natürlich unglaublich Freude macht, weil dir gehört dieses gesamte Land. Also du hast ein riesen, fantastisches Land, das so viele Themen bietet und so viel Geschichten, die eben nicht in der Tagesschau laufen, ja, also das, was außerhalb der Politik abläuft, gesellschaftlich, kulturell, so wunderbare Geschichten, die dann im Weltspiegel laufen können oder in Weltreisen, was es noch damals gab, dass du natürlich, ja, das ist paradiesisch für Journalisten. Ich glaube sowieso, also ich finde sowieso, dass Auslandskorrespondent der schönste Job ist unter
all den Journalistenjobs, die es gibt. Ich möchte auch nie eine Führungsposition haben. Also ich möchte nie irgendwie Chefredakteur werden, weil ich draußen sein will. Ich möchte mit den Menschen sprechen. Das ist das, wo mein Herz mir aufgeht und was mir liegt. Irgendwann vor 10 Jahren sagte eine Freundin zu mir, die sehr strukturiert so ihr Leben angeht, was ist eigentlich dein 10-Jahres-Plan? Sag ich, ja, sorry, ich weiß nicht, was ich morgen mache. Ich habe keinen 10-Jahres-Plan. Und ich habe auch nie geplant, den Weltspiegel zu moderieren. Ich habe auch nie geplant, das ARD-Studio in Teheran zu leiten. Ich habe auch nie geplant, 2 Spiegel-Bestseller zu schreiben. Es kam immer so in meinem Leben. Und ich habe aber auch fast nie Nein gesagt. Mhm. Also ihr fragt mich ja nachher noch mal nach meinen Tipps. Da komme ich noch mal drauf zurück. Also das hat sicher was mit meinen Tipps dann für alle Nachwuchsjournalisten zu tun. Ja, dann würde ich doch da direkt gleich mal anschließen. Ja, direkt anschließen, weil du hast uns ja jetzt schon echt tolle Einblicke gegeben, wie besonders dein Beruf ist. Und für viele NachwuchsjournalistInnen ist das mit Sicherheit auch ein Ziel, aber vielleicht erst später in der Berufslaufbahn. Welche Tipps würdest du denn diesen Menschen mit auf den Weg geben wollen, die ja selber später mal AuslandsjournalistInnen werden wollen? Also mein erster Tipp wäre, trau dich immer ein bisschen mehr, als du denkst, dass du in dem Moment dich trauen kannst. Also sei immer einen Schritt mutiger, als du dir den Mut zutraust. Mhm. Die zweite Sache ist, sag lieber mal ja und hab nicht so viele Zweifel, selbst wenn du in dem Moment nicht weißt, wie du es schaffen sollst. Aber das hat mir immer sehr viel geholfen. Meine Schwester hat mir einmal gesagt, Nathalie, nur weil du irgendwann mal in der Kirche die Fürbitten vorgelesen hast, kannst du doch jetzt nicht ja sagen zum Weltspiegel. Aber ich habe halt sehr oft ja gesagt und nach dem Jahr, wo ich so euphorische, kurze Euphorie gespürt habe und so einen Dopaminausstoß, danach so, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Oh mein Gott, wie soll ich als alleinerziehende Mutter heute Nachmittag nach Griechenland geschickt werden und von dort aus dann nach Italien und dann wollen sie mich nochmal weiter nach Istanbul? Und ich habe immer ja gesagt und habe natürlich sehr viel verzichtet in meinem Leben. Ne? Also Work-Life-Balance, was ja der neuen Generation enorm wichtig ist, gab es bei mir nicht. Bei mir gab es genau nur Work. Und da habe ich sehr, sehr viel auf sehr viel verzichtet. Aber so ein blöder Spruch, von nichts kommt nichts, ist halt auch wirklich der Fall. Ich habe, als ich die Iran-Korrespondentin, also die Leiterin im ARD-Studio war, 5 Jahre lang kein Wochenende gehabt und keinen Urlaub. Ich hatte auch keine Vertretung. Also ich war immer im Einsatz und musste immer für alle Redaktionen der ARD, und das sind wirklich ein paar hundert, erreichbar sein. Und der dritte Tipp wäre, aufs Bauchgefühl zu hören, wirklich in sich reinzuhören, was habe ich gerade für ein Gefühl auf ein Angebot. Ich würde nie etwas machen, hinter dem ich nicht stehe, egal wie gut dieses Angebot ist. Also da gehören auch verschiedene Medien dazu. Ich würde nicht, weil ein Jobangebot extrem gut ist und ich nicht hinter diesem Medium stehen kann, eine Zusage geben. Never ever. Das finde ich auch ist echt sehr wichtig, aufs Bauchgefühl zu hören. Zum Schluss wollen wir noch mal kurz über deinen Live-Talk sprechen, denn am 28. Mai sehen wir uns ja noch mal wieder, denn da ist dein Live-Talk Arbeit als Auslandskorrespondentin. Da haben wir leider nur 90 Minuten Zeit. Wie tief können wir denn da in das einsteigen, in das, was du tust? Du hast ja auch 2 Bücher über deine Erfahrungen in Iran und Afghanistan geschrieben. Also es gibt ja auf jeden Fall sehr viel, über das wir reden könnten. Ja, also es kommt auf eure Fragen an. Ihr bekommt immer so gute Antworten, wie ihr fragt. Insofern kann ich euch ganz viel erzählen. Wir haben es ja jetzt schon angerissen. Ich habe tausende Geschichten, die ich euch erzählen kann über Arbeit, über Behinderung von Arbeit, wie man im Team, und das ist unglaublich wichtig, gerade in solchen Ländern, dass du Leute um dich hast, denen du vertraust. So wenig wie möglich. Also ich reise nie mit so einer riesen Entourage irgendwo hin, aber dafür Menschen, denen du wirklich vertraust, und die muss man wertschätzen. Und ich habe zum Beispiel immer so das Büro geleitet, dass ich nie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen irgendwie aufgesetzt habe und so hier, weiß ich nicht, ordnet mal das Archiv um, nur weil wir gerade nichts zu tun hatten, sondern dann habe ich gesagt, hey, macht, was ihr wollt, so, und wenn ich aber euch anrufe, egal wann, ihr müsst sofort da sein. Und das hat 5 Jahre lang geklappt, also wirklich wunderbar, die waren immer da, und wenn wir 48 Stunden ohne Pause gearbeitet haben, habe ich nichts von meinem Team gehört an Murren und Meckern,
Und das ist natürlich toll, wenn du Leute um dich herum hast, die brennen für die Arbeit. Und inzwischen ist es auch so, dass ich nur noch mit solchen Leuten zusammenarbeite. Und wenn ich merke, dass jemand mir schon am Anfang sagt, welche Rauchpausen er einlegen möchte, dann sage ich auch, du, ich glaube, dass wir nicht gut zusammenarbeiten werden, weil ich brenne für meine Arbeit und dafür gebe ich auch wirklich alles. Aber ich kann nur mit solchen Menschen zusammenarbeiten, die mir nicht irgendwas von, weiß ich nicht, 8-Stunden-Tag erzählen. Ja, da bin ich sehr gespannt auf den 28. Mai und auf die Fragen unserer TeilnehmerInnen. Vielen Dank, liebe Nathalie, dass du heute dir Zeit genommen hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ja, sehr gerne. Dann hören wir uns bald wieder. Genau, wir hören uns bald wieder. Mehr über ihren Job als Auslandskorrespondentin könnt ihr am Samstag, dem 28. Mai, in ihrem Live-Talk erfahren. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Und mit unserem Freundschaftscode könnt ihr wie immer eine Begleitperson kostenfrei zur Veranstaltung mitbringen. Der Freundschaftscode für diesen Live-Talk lautet Corri. Wenn ihr immer up-to-date über den Podcast sein wollt, dann folgt uns auch gerne auf Instagram. Ihr findet uns dort unter @deinwegindiemedien. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hinterlasst auch gerne eine positive Bewertung, wenn euch die Folge gefallen hat, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Medienwerkstatt Bonn.